Einen schönen guten Morgen. Dr. Miracle grüßt Sie aus Ihrem Urlaub. Und ich möchte Ihnen heute Morgen drei Geschichten erzählen, beziehungsweise drei Erklärungen dafür abliefern. Das erste ist, warum Sie vor etwa 10 Tagen über Süddeutschland eine atompilzartige Rauchwolke haben sehen können. Das zweite ist, ich möchte Ihnen erklären, warum es seit 2 Tagen bei uns im Hotel morgens auf dem Frühstücksbuffet keinen rohen Schinken mehr gibt. Und das dritte ist, ich trage heute überraschenderweise statt einem roten ein blaues Poloshirt. Und auch das will natürlich begründet werden. Ich sehe Ihre Neugier. Fangen wir vorne an. Der Atompilz. Ja, vor etwa 11 Tagen hatte ich ein Telefonat mit, wie ich dachte, der Saeco, Kaffeemaschinen-Hotline. Das ist mittlerweile in der Hand der schönen europäischen Firma Philips. Und diese Philips-Hotline ist komplett ausgelagert nach Sachsen. Das wusste ich auch nicht und das steht auch nirgends, aber wenn Sie mal die ersten 6, 7 Anrufe und Gespräche mit den Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort haben und die kommen Ihnen alle in einem, ja, entsprechend sächsischen Dialekt daher, dann wissen Sie, das wird wohl alles irgendwie dort sein. Ich kann ja mit vielem leben, also Bangalore hatte ich schon als Hotline, bei Dell war es eine Zeit lang Weißrussland, aber sehen Sie es mir nach, Sachsen, das geht gar nicht. Nichtsdestotrotz, sie waren alle sehr nett, wenngleich wenig kompetent. Und man sagte mir zu, am 2 Tage vor unserer Urlaubsabreise, unsere defekte Kaffeemaschine abzuholen. Dazu müsste man nur von 9 bis 16 Uhr daheim sein. Ja, ungläubiges Staunen auf meiner Seite, aber es hilft ja nichts, mit denen rumzustreiten. Also war ich von 9 bis 16 Uhr daheim und um 16.30 Uhr war immer noch kein DHL-Mann zum Abholen der da im Flur verpackt stehenden Saeco-Maschine da gewesen. Also habe ich mir erlaubt, dann noch ein weiteres Mal anzurufen. Hatte wieder eine freundliche, sächsisch sprechende, kann man das sprechen nennen, sprechende Kollegin am Telefon. Und die sagte mir, nein, das ist 9 bis 18 Uhr, nicht 9 bis 16 Uhr. Ich sage, okay, dann hat mir vielleicht ihre Kollegin, habe ich vielleicht was falsch verstanden. Ja, und dann wartete ich nochmal 2 Stunden. Und als um 18.20 Uhr dann immer noch kein DHL-Mann da gewesen war, war ich schon leicht sauer und erlaubte mir ein weiteres Mal bei dieser Hotline anzurufen. Und raten Sie mal, bis wann genau abends diese Hotline besetzt ist. Ja, 18 Uhr. Der Trick ist gut, hat allerdings nicht zu meiner Beruhigung beigetragen. So. Und Sie können sich vorstellen, als ich am nächsten Morgen, einen Tag vor unserem Urlaub, die Maschine musste abgeholt werden, dann noch einmal morgens um 9 Uhr und eine Minute anrief, in welcher Gemütsverfassung ich das tat. Und ich weiß auch, dass diese Servicemitarbeiter nichts dafür können, aber meine Laune ließ leider keine andere Reaktion zu, als wirklich ein im biblischen Ausmaß Feuer und Regen auf meinen Gesprächsgegenüber am anderen Ende des Telefons herabzulassen. Und das ist der Moment, wo Sie, wenn Sie im Norden oder im Westen der Republik wohnen, vielleicht nach Süden geguckt haben und sich gewundert haben, warum da so ein kleiner Knollenblätterpilzartiger Wolkenaufstieg im Süden zu beobachten ist. Das war ich. Sie wissen jetzt also so einigermaßen, wenn Sie in den blauen Himmel gucken, wo ich wohne. Der Inhalt des Gesprächs, ja, den können Sie nachlesen. Wenn Sie mal eine etwas umfangreichere Ausgabe der Bibel zu Hause haben, schlagen Sie mal nach ganz hinten an die Apokryphen. Das sind die nicht offiziell anerkannten Bibelbücher und dort finden Sie die geheimen Offenbarungen des Johannes. Da schlagen Sie einfach die Stelle auf, wo die Engel Feuer und Regen über die Stadt herabbringen. Das ist ziemlich genau der Verlauf des Gesprächs, das ich mit dieser Philips Telefonhotline hatte. Ja, gut, dass ich am nächsten Tag in Urlaub gefahren bin. Die Maschine wurde am Tag darauf dann doch noch abgeholt. Aber ja, Gemütsverfassung. Punkt 2, Schinken. Dazu muss man wissen, dass ich eigentlich mich hier in Südtirol am Frühstücksbuffet ausschließlich von Rührei und Schinken ernähre. Also rohem Schinken. Wie man hier auch sagt, Bauchspeck. Und das sehen alle anderen auch so, denn der ist immer relativ schnell vergriffen morgens. Aber wenn man einigermaßen zeitig, ja, da unten am Frühstücksbuffet auftaucht, dann kriegt man auch was. Bis vorgestern
neben mir ein silberfarbener Skoda mit Kennzeichen Gotha parkte auf dem Hotelparkplatz. Habe ich mir nichts weiter dabei gedacht, weil jeder muss mal in Urlaub. Ja, weiß jetzt nicht richtig, wie ich sagen soll. Jedenfalls seit diese Familie aus Gotha oder Umgebung da ist, fehlt morgens, wenn ich zum Frühstück bekomme, der gesamte Frühstücksspeck. Ich mag da jetzt keinerlei Zusammenhang postulieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass die bis zum Bersten beladenen Teller auf deren Tischen, an denen ich morgens vorbeigehe, damit irgendwie zusammenhängen. Ich muss das mal beobachten. Vielleicht gehe ich auch einfach mal hin und frage, ob ihr was davon haben könnt. Oder sie können vielleicht auch einfach ihren Teller gegen das Tablett am Frühstücksbuffet tauschen. Das wäre vielleicht auch einfacher. Ja, und dann waren wir heute Morgen schon am Pool. Dritte Story. Ich habe von der Liebsten eine Reihe Lacoste-T-Shirts aus irgendwelchen Sonderangeboten mitgebracht bekommen. Sie kennt ja meine Größe und ich hasse Einkaufen. Warum also nicht die Ehegattin Kleidung besorgen lassen? Ich meine, 6 Milliarden andere Ehen auf diesem Planeten funktionieren auch so. Muss ich mich ja nicht immer querstellen. Ja, ich hatte dieses rote Lacoste-Poloshirt an und ging zum Pool und es war ein einziges anderes Pärchen aus unserem Hotel schon am Pool. Und der Mann war eklig. So, wenn Sie sich vorstellen, aus dem Krieg der Sterne, Jabba the Hutt, das war im Prinzip die schlanke Brudervariante dieses Mannes. Nur in weniger eklig, also Jabba. Ich weiß nicht, das war so ein Mann in der 140, 150 Kilo Aufwärtsklasse, aber auch noch saudumm verteilt, insofern man 140, 150 Kilo überhaupt gut verteilen kann. Aber der war wirklich scheiße verteilt. Und jetzt kommt das Problem, das können Sie vielleicht nachvollziehen, der hatte mein Poloshirt an. Das weinrote Lacoste-Shirt, natürlich in seiner Größe, also in seiner Größe, wie müssen Sie sich das vorstellen? Sie nehmen mein, ich trage schon XL, Poloshirt und schneiden es an der Seite auf und legen es flach auf dem Rasen aus. Dann haben Sie die Fläche von seiner Rückenseite. Unfassbar, ich wusste nicht, dass Lacoste das in diesen Größen herstellt. Auf jeden Fall, ich habe das gesehen und ab dem Moment fand ich dieses Poloshirt scheiße. Einfach nur scheiße. Ich bin sofort wieder hochgegangen ins Zimmer, habe mich umgetragen und trage jetzt ein blaues. Das ist der gleiche Hersteller und der gleiche Schnitt, aber ich möchte einfach nicht so aussehen, mit dem gleichen Poloshirt rumrennen wie der. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, aber manchmal hat man ja so, man findet irgendwas gut und in dem Moment, wenn Sie jemanden sehen, der total kacke ist und der findet das auch gut oder trägt das auch, dann ist es Ihnen schon verleidet. Ja. Also in dieser bunten Gefühlslage sind wir dann runter an den Strand jetzt heute gegangen. Und ich werde jetzt hier meine Runde drehen, um zu sehen, ob die Enten noch alle schlafen. Und dann gucken wir mal, ob eine weitere Geschichte für sie rausspringt. Bis später.